Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auch, dass ihr alle wieder dabei seid. Seid ganz herzlich gegrüßt hier auf diesem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gott Vater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und euch so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein und damit auch in ein glückliches, erfülltes und freies Leben zurückzuführen. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Wer von euch möchte, kann sich auf seinem Weg mit Reiki, einer persönlichen Kartenlegung oder auch einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Die auch in meiner heutigen Legung verwendeten Kartendecks sowie eine E-Mail-Adresse und Homepage findest du in der Beschreibung, also in der Infobox. Wenn du also rechts neben dem Videotitel oder etwas unterhalb auf dieses kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht diese Infobox auf, wo du alles ersehen kannst. Du findest hier auf diesem YouTube-Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle rate ich jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse wieder dringend an, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie dann auch umzusetzen. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung eben deine Energie eingefangen wird. Und darüber hinaus erhältst du in einer persönlichen Legung zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung nicht erhalten kannst und wirst. Wichtig ist bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was eben nicht passend für dich ist. Spüre und höre auch gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Ob das nun ein Wort, ein Satz, ein Teil der Legung oder auch die komplette Legung ist. Es kann aber auch sein, dass du gar nicht mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Und beim nächsten Mal ist das vielleicht schon wieder ganz anders. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung natürlich immer besser für dich. Rede dir nichts schön und leugne auch nichts weg, denn damit würdest du nur dir selber schaden. Du blockierst dich dann in deiner Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was fatal für dich wäre. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn hier heute ein König fällt, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Ich deute die Karten nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, sondern ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich dann ebenfalls ausspreche, und zwar genau so, wie ich sie reinbekomme. Also auch in der Tonart, die ich von meinem Großvater mitbekomme.
Und ich sage das als Vorwarnung, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig, sondern er kann sehr wohl auch sehr bestimmend, sehr böse und auch sehr wütend werden. Und zwar immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben eines Menschen läuft nach Seelenplan, der quasi das Drehbuch deines Lebens darstellt. Zufälle sind eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es keine Zufälle. Und wenn euch mein Video und diese Legung oder mein Kanal gefällt, dann bist du herzlich eingeladen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Vergiss dann auch nicht, diese kleine Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube über alles Neue auf diesem Kanal informiert. Ich freue mich aber auch über ein Like oder einen Kommentar von dir. Das ist natürlich kostenlos, als Zeichen deiner Wertschätzung mir und meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. Und so, und dann bin ich mal wieder sehr gespannt, welche Energien wir hier heute im Feld haben. Karten liegen bereit, sind ausgesucht und auch schon gemischt, so dass wir direkt starten können. Großvater, welche Energien sind heute wichtig? Was soll für das Kollektiv hier und heute ausgesprochen werden? Da hat sich noch eine umgedreht, beziehungsweise zwei. Ja, ich gehe noch ein bisschen hier rüber. So, und dann schaue ich mal weiter, was dann noch kommt für diese Legung. Das sollte hier noch ergänzt werden. Karte. Ja, wenn mehrere Karten zusammenfallen, da werde ich gleich noch mal reinspüren, ob das so bleibt. Welche Karten sollten hier noch? Ja. Und dann fehlt noch einer. Eine Karte hätte ich gerne noch. Dankeschön. Ja. Als zugrunde liegende Energie heute haben wir den Ritter der Kelche. So, aber ich werde schon mal direkt, mal abgesehen davon, ob ich gleich das alles in der Reihenfolge so lasse, hätte ich gerne noch eine Information zu dem Ritter der Münzen. Geht es um eine Person oder eine Situation? Bei dem Ritter der Münzen, Großvater. Der Ritter der Münzen. Ist das eine Person oder Situation? Ja. Ja.
bisschen zerstört hier das Kartenbild. Die lege ich mir mal dazu. Und dann hätte ich gerne noch zu dem, ich habe hier den Bube der Kelche. So, der Bube der Kelche. Handelt es sich um das Kollektiv, eine Person oder eine Situation bei dem Buben der Kelche? Großvater, welche Informationen kann ich da bekommen? Ja, das werden wir mal so ergänzen hier. Das scheint eine Situation zu sein. Ja, gut. Dann nehme ich mir gerade einen Augenblick Zeit. Ihr kennt das, muss eben reinspüren, ob auch alles so bleiben kann. So, ihr Lieben, dann wollen wir einmal schauen. Die Karten bleiben so, wie sie sind. Dann möchte ich einmal beginnen mit der zugrunde liegenden Energie des Ritters der Kelche. Also was in der Latenz hier für etwas, das du sehr stark überlegst, vorhanden ist als Thema, scheint sich um die Liebe zu drehen. Es scheint um dein Glück zu gehen, irgendetwas herbeiführen zu müssen, entscheiden zu müssen, was die Zukunft betrifft, um in Liebe und Glück zu kommen, in eine wieder freundliche und friedvolle Atmosphäre. Und du möchtest auf jeden Fall auch wieder Geborgenheit finden. Geborgenheit in dir selber. Und ich gehe davon aus, ja, bei dem Ritter der Kelche, dass du auch in einer Herzensangelegenheit auf irgendeine Art und Weise nach Hause kommen möchtest. Also in dir selber, aber auch mit einem Gegenüber. Und es geht auch darum, wieder Freude zu empfinden, weil hier sehe ich zumindest eine Herausforderung auch für dich. Und ja, es kann sein, dass du damit im Moment sehr beschäftigt bist. Also Harmonie, Geborgenheit, Freude, auch in einer Liebesbeziehung mit dieser Person versteht man sich sehr gut. Da ist inneres Verständnis und ein Glück, was euch verbindet. Vielleicht seid ihr auf irgendeine Art und Weise auch noch verliebt. In der ersten Verliebtheitsphase. Ja, es ist eine Situation. Also du hast dich hier auch nicht direkt ins Kartenbild gelegt, aber in dieser emotionalen Angelegenheit, ja, der Gefühle, es geht halt auch sehr um die Gefühle, habe ich hier einen Neuanfang liegen. Es geht um einen Neuanfang. Etwas steckt gerade noch in den Kinderschuhen. Es ist möglich und ich gehe davon aus, dass du eine sehr gefühlvolle Person bist, dass du auch sehr sensibel bist, ein hilfsbereiter Mensch auch. Und ja, die Gefühle, die spielen hier eine große Rolle, weil du auch sehr stark Gefühle
empfinden kannst und eben auch eine hohe Sensitivität und auch ein großes Einfühlungsvermögen hast. Es geht darum, dass du scheinbar zwei Möglichkeiten siehst in deiner derzeitigen Situation, jetzt gerade im Leben. Und das hat etwas damit zu tun, dass du jonglierst mit Möglichkeiten, dass du auch noch inneren Schwankungen unterliegst, vielleicht manchmal auch eine zu lockere Einstellung hast, auf jeden Fall unentschlossen bist. Es geht darum, dass du aber deinen inneren Überzeugungen treu bleiben sollst. Du sollst wieder lernen oder neu lernen, falls du Vertrauen verloren hast in dich, in das Leben, in das Universum. Geht es darum, diesen Dingen höher schwingenden Energien auch zu Frieden und Harmonie sich selber treu zu sein. Also das, was wir erarbeitet haben im Leben, den Werten, inneren Werten und tiefen und hochschwingenden Veranlagungen auch treu zu sein. Und im Vertrauen zu sein, dass alles gut wird und auch wieder in die innere Sicherheit kommen, also aus dem Jonglieren der Möglichkeiten herauszukommen, sondern in sich zu spüren, ja, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, ein ganz bestimmtes Ziel, was ich jetzt verfolgen sollte, etwas sehr Sinnvolles zu tun. Vielleicht muss ich dazu auch eine höhere Position einnehmen, um wieder in meinen Frieden, meine Harmonie zu kommen und mich jetzt gesund auch zu entwickeln. Es geht sehr stark und viel um Gefühle derzeit. Da sind sehr viele Gefühle am Fließen in Bezug auf die Möglichkeiten und auch in Bezug auf einen Menschen, mit dem du dich sehr in Liebe auch verbunden fühlst. Ja, und ich hatte eben schon gesagt, dass es da einen Menschen gibt in deinem Leben, ein Gegenüber, mit dem du auch wieder in Liebe und Geborgenheit kommen möchtest, mit dem du auch wieder im Einklang sein möchtest. Ja, ein gesundes Beziehungsverhältnis bekomme ich gerade rein, führen möchtest. Und dass ich diese Beziehung auch gesund entwickeln kann. Also es geht um deinen inneren Zustand, es geht um eine Entscheidung, die du treffen sollst und musst, um aus diesem Abwägen herauszukommen, um in deinem inneren Frieden zu gelangen und ja, die Dinge auch ins Fließen zu bringen. Es geht darum, jetzt die Dinge ins Fließen zu bringen. Und dazu sollst du gut überlegt entscheiden. Es geht darum, dein Gleichgewicht zu finden,
ja, aus dem Jonglieren herauszukommen, in dein inneres Gleichgewicht zu gelangen. Es geht darum, für irgendetwas die Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht ist es eine bestimmte Situation in deinem Leben. Aber auf jeden Fall geht es darum, für dich selber die Verantwortung zu übernehmen, zuallererst. Auch wenn du vielleicht meinst, dass du hier nur Verantwortung für andere übernehmen musst. Das ist sehr gut möglich. Aber in allererster Linie und zuerst denke daran, dass du für dich selbst verantwortlich bist und zunächst einmal Frieden und Harmonie und das Ausgeglichensein in dir selber finden musst, falls du derzeit nicht in diesem Zustand bist. Und wenn wir für uns selber gesorgt haben und in unserer Mitte ruhen, in einer friedlichen, glücklichen Mitte ruhen, wissen, was wir, womit wir uns glücklich machen und dafür die Verantwortung übernehmen, dann kann man auch für andere Menschen die Verantwortung übernehmen. Also du sollst gut überlegen und entscheiden, aber komme auch hier raus. Ja, das liegt heute sehr zentral. Du unterliegst scheinbar noch zu sehr Stimmungsschwankungen. Also es ist auf jeden Fall eine Unentschlossenheit, nehme ich hier wahr. Und ich gehe mal davon aus, dass du die Dinge nicht leicht nimmst. Aber du wirst dazu aufgefordert, in eine Gelassenheit zu kommen, in Ruhe und innerem Frieden nach etwas zu suchen, die Verantwortung, die eigene Verantwortung zunächst einmal, wie ich gerade sagte, für sich selber zu erkennen, bevor es zu einer Verantwortung für andere Menschen kommen kann. Es ist möglich, dass es sich ja auch im Äußeren, ich habe hier die Gerechtigkeit liegen und diese Karte zeigt mir auch an, dass es hier auch um etwas geht, was in den Ausgleich kommen soll. Es soll hier Gerechtigkeit einkehren im Inneren bei dir, aber auch im Äußeren. Und so ist es möglich, dass es auch um eine gerichtliche Angelegenheit hier geht, um irgendeine Sache, Situation in Bezug auf ein Gericht. Das kann, ja, und es geht auch um Fairness. Ja? Es geht um ein ausgewogenes Ergebnis und Fairness. Und das kann, wie gesagt, in einer gerichtlichen Angelegenheit sein. Eine Verantwortung in einer gerichtlichen Angelegenheit. Die Dinge sollen ins Fließen kommen, ja, und deine Gefühle sollen hier wieder ins Fließen kommen. Aus dieser nicht an die Intuition angeschlossenen
Position, wo du dich im Moment befindest, da ist es wichtig herauszukommen. Es geht darum, hier wieder in deine Gefühle zu kommen. In den Gefühlsfluss zu dir selber und auch in den Gefühlsfluss zu einem Gegenüber von dir. Ja, da ist es möglich, dass da eben ein Herzensmensch ist. Ich hatte das ja schon so beschrieben. Ja, dass es auch um die Liebe geht. Ja, es ist so, also du jonglierst in einer Hinsicht mit dem, was du jetzt hier, was ansteht, was zu entscheiden ist. Und das bedeutet für dich halt eine große Herausforderung. Das kann ich sehen. Es ist möglich, dass es hier in dieser Angelegenheit auch Mitbewerber gibt. Also Personen, mit denen du ringst oder auch rangelst. Junge Männer rangeln manchmal um irgendetwas. Es scheint und es ist möglich, dass es noch andere Mitstreiter gibt, Mitbewerber, Personen in deinem Umfeld, mit denen du jetzt auch Auseinandersetzungen führst, aber nicht in bösartiger Hinsicht, sondern du ringst hier um etwas. Du ringst um eine Entscheidung, du ringst um die Herausforderung, die das für dich bedeutet. Und es ist jetzt notwendig, diese Herausforderung auch anzunehmen, weil du dich beweisen sollst. Aber im positiven Sinne. Im positiven Sinne eine Art sportlichen Ehrgeiz an den Tag zu legen, praktisch seine Kräfte, all das, was du in dir trägst, unter Beweis zu stellen. Die Kräfte messen. Und ich kann sehen, dass da sehr viel Kraft in dir ist. Ich habe hier die Kraft liegen und die hat etwas, immer etwas mit Lebensbejahung zu tun. Ja, da steckt auch das Krafttier des Löwen drin. Die Kraft bedeutet deine Vitalität. Du schaust da, also ja, die Person, die ich eben beschrieben habe, schaut da auch drauf. Vitalität. Es hat auch etwas mit Leidenschaft zu tun. Es hat auch etwas mit Stolz zu tun. All diese Dinge sind in dir. Die trägst du in dir. Und es geht darum, deine Authentizität, also alle Kräfte, Mut, Leidenschaft, Lebensbejahung, Lebendigkeit, deine Schöpferkräfte jetzt unter Beweis zu stellen, um dich aufzumachen. Ja, es geht darum, dich aufzumachen. Es hat etwas damit zu tun, dass du dich von etwas Altem verabschieden musst, weil du die Chance, die Möglichkeit hast und du das auch in dir trägst, das heißt, dir das auch wünscht, dich auf Neues einzulassen, auf diesen Neuanfang. Ich hatte den gerade schon angerissen. Ein Neuanfang, auch in der Liebe. Es geht um einen Neuanfang im Leben und es geht um einen Neuanfang auch in Liebes-, in Herzensangelegenheiten, ja, oder dieser speziellen Herzensangelegenheit. Ja, die Veränderung liegt hier. Es liegt die Veränderung hier
Und die hat etwas damit zu tun, dass du auf deine innere Stärke vertrauen sollst, dass du auf das, was du schon an Erfahrung und Wissen gesammelt hast in deinem Leben. Und wenn wir viele Erfahrungen gemacht haben und viel Wissen erlangt haben, dann haben wir auch, tragen wir auch Weisheit in uns. Ja, die Weisheit habe ich hier auch liegen. Und auf das sollst du setzen. Auf deine Erfahrung, dein Wissen und die Weisheit. Ja, ich hatte eben auch hier, also du scheinst auch ein sehr medialer Mensch zu sein, mit einer hohen Intuition. Und es ist durchaus möglich, dass du eine hohe und große Anbindung auch an das Universum hast. Du sollst deine Kräfte sehen. Du sollst deinen Mut sehen, deinen Stolz und deinen allergrößten Wunsch, in deine Kraft zu kommen. Die Kraft, ja, dieses stolze, lebendige Wesen des Löwen, ja, der auch eine Wildheit in sich hat. Und der auch Lust und Leidenschaft in sich trägt. Und mit dieser Lust und Leidenschaft, die sollst du dir zunutze machen. Das ist das Bewährte. Das trägst du in dir. Das sollst du jetzt in die Hand nehmen. Deine Fähigkeiten, deine Veranlagung und darauf aufbauen, deine Kräfte auch wieder hochholen, entwickeln, in die Hand nehmen und dadurch auch neue Festigkeit im Leben oder in deinem inneren Zustand auch entwickeln, dass sie dir zur Verfügung stehen, ja, dass du dieses Bodenständige, was auch in dir ist. Ja, du, in dir steckt auch eine große Bodenständigkeit. Dass du auch in der Lage bist, nicht nur mit Lust und Leidenschaft, sondern dass du auch mit Fleiß und Ausdauer an den Dingen arbeiten kannst. Und dieses auch tust, ja, das spiegelt sich hier aufeinander, das, wo du dich jetzt hin aufmachst, da hast du eine viel Bodenständigkeit, ja, mit Kraft, Ausdauer und Beharrlichkeit auch, ja, du hast, trägst auch eine Beharrlichkeit in dir, gut geerdet zu sein. Und wenn du gut geerdet bist und deine Münze in der Hand hast, ja, wir haben ja den Ritter der Münzen, und du wirst mit Fleiß und Ausdauer die innere Sicherheit gewinnen, dass dieser Aufbruch, der sehr zögerlich noch heute hier liegt, in die Veränderung, in das Neue, auch vollzogen werden kann und vollzogen wird, damit du all das hinter dir lassen kannst, damit du das hinter dir lassen kannst, also etwas verabschieden muss. Ich habe hier heute einfach den Aufbruch liegen bis jetzt. Ich gehe gleich noch mit Karten hinein. Ich habe den Aufbruch hier liegen, den Abschied von Altem, auch in Bezug auf alte Denkmuster, alte ja, Denkgewohnheiten, da wo du vielleicht noch
dich gedanklich verfangen und festgehalten fühlst, also im Inneren und auch im Äußeren, bist du dabei, alles hinter dir zu lassen. Und du bist auch dabei, durch deine harte Arbeit und durch deine Kraft, dich für das Neue zu öffnen. Und das Neue hat auf irgendeine Art und Weise, bekomme ich gerade rein, etwas damit zu tun, mit einem großen Gewinn, der in der Zukunft liegt. Es scheint da ein Ziel zu geben, das sich für dich wie ein wahrer Schatz darstellt. Und es ist möglich, dass jemand, ja, ich hatte ja von dieser Herzensangelegenheit gesprochen, für dich ein wahrer Schatz ist, ein großes Geschenk ist. Und ich bekomme auch rein, dass es auch mit künftigen Wohlstand zu tun hat, dass du dich aufmachst zu neuen Ufern. Und dadurch auch das vermehrst, was du auch an materiellem Besitz schon hattest. Es geht hier um einen Zugewinn. Ja? Zugewinn in Bezug auf Gefühle und eine Vermehrung auch in Bezug auf materielle Dinge, also auch auf dein Besitz, Eigentum und alles Materielle, was dir positiv dazu einfällt. Du bist schon eine ganze Zeit lang unterwegs. Ja, ich kann sehen, dass du hier, ja, der Aufbruch, der liegt hier und du bist auch schon aufgebrochen, aber du bist aufgebrochen und dann hast du wieder angehalten und hast wieder überlegt, ist das alles so richtig, entscheide ich mich richtig, gehe ich richtig vor, woran muss ich denken, was sage ich den Mitbewerbern, was sage ich den Menschen um mich herum. Du lässt dich sehr von dem, was du denkst, abhalten und bist nicht genug in deinem Gefühl und deiner Intuition. Auch die Intuition zum Universum. Ja, ich habe hier auch das Universum liegen. Es ist ganz wichtig, dass du dich anbindest, gefühlsmäßig an dein Herz, deinen Herzensweg auch klar siehst, was möchtest du, was ist für dich wichtig. Es geht auch hier um das Geben und Nehmen in dir selber, was deine Gefühle anbelangt, für sich selber gefühlsmäßig die Verantwortung zu übernehmen. Denn in erster Linie und bevor, ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, bevor du für andere Verantwortung übernehmen könntest, falls dies ja sein sollte, musst du zuallererst für dich selber die Verantwortung übernehmen. Für deine eigenen Gefühle, für deinen Herzensmenschen. Dafür sorgen, dass du eigenverantwortlich in deine Kraft kommst, dass du hier etwas zum wieder ausgleichst. Es ist möglich, dass es dir nicht gut geht. Ich sagte das, glaube ich, gerade schon. Und das muss ausgeglichen werden. Die Kraft, die sollst du dir zurückholen. Und auch dafür hast du die Verantwortung, dir selber, also das loszulassen, was dir nicht gut tut, an Gedanken. Ja, ich habe hier die Schwerter. Das Gedankengut, das nicht mehr dienlich ist, auch das loszulassen, dich davon zu verabschieden, den Ausgleich herbeizuführen, ja, indem ich die Verantwortung
für mich übernehme. In meine Kraft zu kommen und mich den Herausforderungen zu stellen, mich jetzt wirklich auch auf den Weg zu machen, ja, und in den Mut zu kommen. Ja, in der Kraft liegt die Ruhe und durch deine Kraft wirst du deinen Mut auch spüren. Mutig deinen Weg zu gehen, aber auch zuversichtlich, weil ich habe hier ja den Hohepriester und der Hohepriester zeigt zum einen in einer Herzensangelegenheit auch eine ja sehr hochschwingende Liebesbeziehung an. Es kann sogar bei dem Hohepriester hier um Heirat gehen. Also zu deinem Herzensmenschen scheinst du ein großes Vertrauen zu haben. Ja, und ich habe hier auch über diese Karte der Gerechtigkeit habe ich hier auch einen Ehevertrag liegen. Das ist durchaus hier möglich und angezeigt. Es geht aber darum, um Zuversicht, Vertrauen zu haben, auch zum Universum, weil ich hier in doppelter Hinsicht, gerade in Bezug auf dein Ringen, das Ringen in dir selber, das ist ein Ringen in dir, zu vertrauen auf das, was du bereits an Anlagen und Fähigkeiten in dir trägst. Und ich muss das jetzt nochmal sagen. Du hast schon hart daran gearbeitet, aber bleibe dabei, deine eigenen Kräfte zu erwecken. Dein Mut, deine Kraft, deine Intuition, also Feuer, Wasser, Luft und die Erde. Du hast alles, alle Skills trägst du in dir und darauf sollst du vertrauen. Und das Universum ist an deiner Seite. Ich habe das hier in jeglicher Hinsicht liegen. Komme in Frieden und Harmonie und entwickle dich jetzt aus dem Negativen heraus, aus den Gedanken heraus, dass du deine Gefühle ins Fließen bringst, deine Gefühle fließen lässt. Und Zuversicht und Vertrauen, ganz besonders auch durch das Universum und Gottvater, spürst in deinem Leben, in dir selber. Du bist sehr sensibel und sehr medial. Du bist da schon sehr hochschwingend. Und bleibe den Werten, deinen inneren Werten treu. Du hast... Ja, ich habe hier den Ritter der Münzen, das ist dieses Bodenständige. Du hast sehr, sehr gute innere Werte und erinnere dich daran. Und es geht jetzt auch darum, diese Werte in die Hand zu nehmen. Ja, der Ritter der Münzen hat diese Münze in der Hand. Deine Werte, deine wunderbaren Eigenschaften, deine wunderbaren Fähigkeiten, dein ganzes inneres Potenzial, ja, was hier auch durch die Kraft angezeigt wird, das in die Hand zu nehmen und lasse dich führen von den Botschaften, die du bekommst, die du über deine Intuition empfängst, voranzugehen, so gelassen wie möglich und immer in der Zuversicht. Und immer im Vertrauen, dass du niemals alleine bist. Das Universum ist an deiner Seite und Gottvater ist an deiner Seite. Und das ist die höchste Hilfe und Unterstützung, die ein Mensch nur haben kann.
Spüre dich, spüre deine Gefühle und zieh deine Kraft aus dir selber. Vielleicht musst du tief schöpfen, aber du bist ein Wesen mit Schöpferkraft. Erinnere dich daraus. Nimm diesen Kelch, ja, der hier durch die Bube der Kelche dargestellt ist, und schöpfe deine Gefühle und deine Kräfte aus deinem Inneren. Vielleicht sind sie sehr verschüttet, aber sie sind da und du kannst sie in Ruhe und Frieden hochholen. Also komme aus dem Kopf, aus dem Jonglieren der Möglichkeiten über das Denken. Das Denken ist hier nicht angesagt. Es ist Intuition und Gefühle sind angesagt. Und du sollst schwimmen und fließen auf und mit deinen Gefühlen. Und hineinhorchen, was bekomme ich an Botschaften? Was ist die einzig richtige Möglichkeit, hier vorzugehen und in diesen Neuanfang, der hier schon liegt, da sich fortzubewegen, weiterzufahren. Ich habe eben gesagt, du bist hier zum Stillstand gekommen. Und das Boot jetzt wieder in Bewegung zu setzen, auf dem Wasser der Gefühle. Den Verstand nehmen wir mit. Der Verstand ist ein Werkzeug. Aber wir sind nicht der Verstand. Wir haben die Möglichkeit zu denken. Und insofern benutzen wir die Gedanken, um richtig zu planen und auf die richtige Art und Weise voranzugehen. Und du sollst auch daran denken, jetzt möchte ich nochmal zu der Zusatzkarte kommen, dass Gespräche hier sehr wichtig sein können. Das kann mit einer gerichtlichen Angelegenheit zu tun haben. Das spiegelt sich ja aufeinander. Also du sollst auf irgendeine Art und Weise deinen Mut und deine Kraft in die Hand nehmen. Da darf auch die Verantwortung mitschwingen, um etwas in den Ausgleich zu bringen, das auch mit Fairness zu tun hat, also fair etwas in Ausgleich zu bringen. Und dazu musst und sollst du kommunizieren. Ein Gespräch ist hier wichtig. Ich bekomme rein ein Gespräch unter vier Augen, also ein Gespräch mit dir und einer weiteren Person. Nimm all dein Wissen und deine Weisheit, all die Dinge, die du in deinem Leben erfahren hast und aus denen du dein Wissen gezogen hast und die heutige Weisheit praktisch in der Hand trägst. Du hast das schon in der Hand. Und nimm dazu deine Intuition, dein Feingespür, um hier über eine Kommunikation aus dem gedanklichen Jonglieren herauszukommen, bodenständig sich ja aufzumachen unter Zuhilfenahme des Universums und Gottvaters, um in dein Inneres und äußeres Glück zu kommen, in deinen inneren und äußeren Frieden, in deine große Harmonie. Denn du weißt sicher, dass du ein Geburtsrecht darauf hast, glücklich und zufrieden zu sein und auch in innerer und äußerer Fülle zu leben. Das ist dein Geburtsrecht. Und du, ich sagte eingangs, zuallererst einmal hast du die Verantwortung für dich selber, dafür zu sorgen, dass du dieses in dir trägst und den Weg dafür bereitest. Und dann bist du auch in der Lage,
anderen etwas zu geben und dann kann man auch für andere die Verantwortung übernehmen. So, dann lasse ich das mal so stehen und frage nochmal meinen Großvater. Welche Zusatzinformationen noch kommen, die sollen und wollen. Großvater, was ist hier noch wichtig auszusprechen? Ja. Ja, ich lege es mal hin. Dann beginne ich mit der Karte. Also auf irgendeine Art und Weise spielt hier eine Geliebte, eine Freundin, eine Rolle. Ja, aber ich muss mal weiter fragen, in welchem Zusammenhang das hier zu sehen ist. Großvater, welche Zusatzbotschaften kommen da noch? Bitte hier um weitere Informationen auch. Ja. Ja, also eine Geliebte, eine Freundin, die habe ich gerade hier angesagt, die spielt auf irgendeine Art und Weise eine Rolle. Für dein Glück, also eine Geliebte, eine Freundin. Oder ihr müsst euch das bitte jetzt so umdrehen, dass das auf euer Leben passt. Ja, wenn du mir jetzt als Frau zuschaust, dann dreh dir das Geschlecht bitte um. Dann ist es ein Geliebter, ein Freund von dir. Oder auch eine Beziehung. Aber ja, auch zu einer Geliebten hat man eine Beziehung. Es kann aber auch einfach nur eine Freundin sein, der du dich sehr zugetan fühlst, der du auch emotional dich sehr verbunden fühlst. Denn ich habe hier auch die Erfüllung mit dieser Person, also ich habe sie hier weiblich liegen. Ich habe das große Glück. Und ich bekomme rein, du solltest dankbar sein und dich darüber sehr, sehr freuen, dass diese Person in deinem Leben ist. Diese Person bedeutet für dich den Frieden, das Glück und die Harmonie, die ich eben schon eingangs auch über den Ritter der Kelche angesagt habe. Ja, da hatte ich schon von Liebe und Harmonie gesprochen. Eine Person, zu der wir uns sehr hingezogen fühlen, mit der wir uns auch geborgen fühlen im Zusammensein, der wir auch vertrauen und mit der wir auch in unser Glück und unseren Frieden kommen wollen. Genau. Und empfinde Freude und Dankbarkeit, dass diese Person in deinem Leben ist. Zu dieser Person fühlst du dich auch leidenschaftlich hingezogen. Aber es besteht hier auch eine Baustelle. Ja, ich habe hier schon davon gesprochen, ich habe da schon sehr aufschwingen lassen, die Baustelle, die für dich in deinem Leben besteht, dass du dich jetzt gerade noch in einem Zustand des Denkens, des Jonglierens befindest und da ja jetzt rauskommen sollst. Das hatte ich gerade beschrieben. Diese Beziehung, die scheint, bekomme ich gerade rein, zurzeit verhindert zu sein. Diese Beziehung mit dieser Geliebten oder eben dem Geliebten, ja, dreht es euch um,
wurde auf irgendeine Art und Weise verzögert. Hier gab es Umwege, Komplikationen und im Moment scheint noch eine große Baustelle zu sein mit diesem, ja, ich sag ja mal, Herzensmensch, weil es ist ein Mensch, zu dem eure Gefühle fließen. Es ist euer Herzensmensch. Und da liegt aber gerade noch das Stopp. Also im Moment ist das verhindert, weil hier noch Komplikationen bestehen, die aber jetzt ausgeräumt werden sollen und auch ausgeräumt werden, weil es hier in einen Neuanfang geht. Den hatte ich ja gerade auch schon ausführlich beschrieben. Großvater, welche Botschaften sollten da noch kommen? Welche Botschaften? Ja, danke schön. So. Ja, diese Person stellt für dich ein riesiges Geschenk dar. Und du kannst mit diesem Menschen, mit diesem Herzensmenschen, den du dich wirklich tief seelisch und emotional verbunden fühlst, da hast du auch das Gefühl, du kannst mit diesem Menschen all deine Sorgen teilen, all das, was du auf dem Herzen hast. Du kannst das teilen und ihr seid in der Lage, euch gegenseitig alles zu geben, um euch gegenseitig glücklich zu machen. Ihr seid auf Augenhöhe. Ihr gebt beide auch großzügig das, was ihr habt. Ihr gebt gegenseitig großzügig das, was ihr in euch tragt. Und diese Person ist ein großes Geschenk und es ist auch möglich, dass du aber auch noch eine Komplikation, ja, dieser, ich hatte gerade gesagt, irgendetwas verhindert dich gerade, da zusammenzukommen und es ist möglich, dass irgendetwas vergeben werden muss, irgendetwas zum Ausgleich gebracht werden muss. Das kann mit einer gerichtlichen Angelegenheit zusammenhängen, muss aber überhaupt nicht. Ja, das kann etwas sein, was auch bei Gericht vorliegt, das muss aber nicht. Es geht hier um das Geben und Nehmen. Es geht darum, ehrlich zueinander zu sein. Die Komplikationen könnten sich daraus ergeben haben, dass eine Unehrlichkeit in deiner Vergangenheit noch besteht, noch nicht ausgeräumt ist. Und dass es jetzt wichtig ist, zu einer Versöhnung zu kommen. Dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Komplikationen, um hier in den Neuanfang zu kommen mit deinem Herzensmenschen, diese eine Versöhnung herbeizuführen. Und da geht es dann auch um Vergebung. Wenn wir uns versöhnen müssen, lag entweder Streit vor. Ja, ich hatte hier ja auch Streitigkeiten oder Wetteifern. Es ist aber möglich für dich und du sollst diese Herausforderung auch annehmen. Du sollst auch mit diesem Herzensmenschen in die Kommunikation kommen. Hier ist die Kommunikation sehr, sehr wichtig. Nimm die Herausforderung an und spreche über alles, bereinige alles, bringe alles fair zum Ausgleich. Was zu tun und zu sagen ist, bekomme ich rein.
Nimm auch jegliche Hilfe in Anspruch, die du von außen bekommst und die du auch vom Universum bekommst. Mit deinem Gegenüber in Kontakt zu kommen und all das auszuräumen, auch wenn es mit oder auch gerade, wenn es mit Vergebung zu tun hat, wenn es auch mit Schuld und Vergebung und Streitigkeiten sind Gründe, weshalb man sich versöhnen muss. Und da muss etwas ausgeräumt werden, etwas zum Ausgleich gebracht werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das hindert und hemmt hier auch noch deinen emotionalen Fluss. Es hindert den Herzfluss. Deswegen muss das ausgeräumt werden. Und du sollst ganz fleißig daran arbeiten. Also komme raus, immer hin und her zu überlegen und dich da im Kreise zu drehen, immer mit den gleichen Gedanken, steige aus diesem Hamsterrad der Gedanken. Und arbeite fleißig, deine Kraft dir zurückzuholen, ja, diese Dinge jetzt mit Mut anzufassen, anzupacken. Dich auch selber zu motivieren. Ja, es geht darum, dass du diese Kraft, auch dieses Temperament in dir spürst, diese Begeisterung auch, ja, für deinen Herzensmenschen, für die Liebe, für das, was in dir steckt, was in Zukunft hier auch auf dich zukommt. Auch diese Leidenschaft zu empfinden in dir, auch die Lust und Leidenschaft zu empfinden und die Notwendigkeit jetzt zu sehen, auch dafür die Verantwortung zu übernehmen, das zu bereinigen, was zu bereinigen ist, um diese Baustelle endlich aufzulösen. Die scheint sich schon ziemlich lange in deinem Leben zu befinden, ja? Dass diese Komplikationen zwischen dir und euch, die sind jetzt dran, aufgelöst zu werden. Zögere es nicht mehr hinaus, sondern arbeite und ganz fleißig daran und beschäftige dich damit, wie du auch das das Positive in dein Leben ziehst, die Liebe in dein Leben ziehst, indem du vielleicht dir selber vergeben musst für das, was geschehen ist, weil es unumgänglich war, weil es auf deinem Lebensweg, in deinem Seelenplan geschrieben stand, dass alles so sein musste, wie es war. Das auch zu sehen mit deinem Wissen. Und mit deiner Weisheit zu sehen, ja, es sollte alles so sein, wie es war. Und jetzt ist die Zeit, aus der Verwicklung herauszukommen in die Entwicklung dieser Komplikationen. Das muss sich jetzt entwickeln, weil du willst aufsteigen. Du willst aufsteigen in eine wunderbare, positive Zukunft. Du willst aufsteigen in Glück und Liebe und das sollst du auch. Und genau dafür sollst du jetzt die Verantwortung übernehmen. Denn das, was du hier tust, auch mit deinem Herzensmenschen, das tust du für dich. Und deswegen fängst du immer wieder auch bei dir selber an. Du tust es zunächst für dich, um dich glücklich zu machen. Und damit machst du auch dein Gegenüber glücklich. Und letztendlich, wenn du dich selber glücklich machst, dienst du auch immer dem Wohle aller. Großvater, was sollte hier noch hinzugefügt werden? Was ist noch wichtig zu sagen? Ja, möchte da noch irgendetwas kommen, abschließen? Oder habe ich bereits alles Wichtige für heute hier angesprochen? Ja, da noch etwas kommen. Gehen wir noch einmal jetzt durch. Ja, da kommt noch eine Botschaft. So. Ja,
Ich habe hier noch einmal die Fabrik liegen. Es geht darum, da wo du dich hin aufmachst, hat etwas damit zu tun, dass du dir etwas Neues aufbauen willst. Das ist der Neuanfang, den ich gerade schon angesprochen habe. Die Sechs der Schwerter zeigen an, dass du etwas in die Veränderung bringst, dass du alles das hinter dir lassen musst, was für dich und dein Leben nicht mehr dienlich ist. Dieses kann mit einer Firma und mit einem Unternehmen und oder mit einem Unternehmen zusammenhängen, mit irgendetwas Größerem, was in der Vergangenheit aufgebaut worden ist. Da gilt es, sich von zu verabschieden und hinter sich zu lassen, mit allem, was sich dahinter verbirgt und auch mit allen Personen, die in dieses Große, was ich als Firma, als Geschäft darstellen kann, auch verbirgt. Also mit allem inhaltlich, mit dem, was dort geschaffen worden ist, was dort gemacht worden ist, welche Projekte dort ins Leben gerufen wurden und entwickelt wurden, durchgeführt wurden, und auch die Person. Davon solltest du Abschied nehmen. Das ist das, wo es hingehen soll, das loszulassen. All das, was sich dahinter, hinter diesem großen Ganzen verbirgt. Und gleichzeitig sollst du wissen, dass du im Neuanfang, im Aufbruch bist, in etwas ganz Großes, Schönes und Wunderbares. Und wie ich eben sagte, in emotionaler Hinsicht, also in der Liebe, und auch in materieller Hinsicht, in einen zukünftigen Beruf, da auch in dein großes Glück gehst. Weil du wirst hier etwas ganz Wunderbares, Neues erschaffen. Und das ist auch in beruflicher Hinsicht. So, und so werde ich das jetzt heute hier stehen lassen. Großvater, jetzt frage ich einmal, welche Themen ranken sich heute um das innere Kind? Was sollte da noch gesagt werden? Was sollte heute zum inneren Kind gesagt werden? Das ist ja ganz wichtig, eine Aussage. Dankeschön. Du sollst wissen, dass, und sage dir, sprich zu dir: Mein inneres Kind lebt schon jetzt und eigentlich immer in absoluter Freiheit. Meine Gedanken sind frei, wie ein Kind, das durch Wiesen und Wälder tollt. Wünsche und Vorstellungen lasse ich los. Ein reiches Innenleben ermöglicht mir, mich in jeder Lebenslage optimal zu verhalten. Auch wenn sich die Lebensumstände ungewollt verändern, die innere Freiheit ermöglicht mir, mich emotional zurückzunehmen, um mit allem in Frieden zu sein.
Und gönne dir auch immer wieder Erholung. Vielleicht durch Meditation, ja, durch Rückzüge, durch Meditation oder autogenes Training. Also immer wieder sehr gute Konzentrationsübungen auch zu praktizieren, um in diese innere Mitte, in dieses So-Sein und in die Wahrnehmung zu kommen, in die Wahrnehmung meines schönen Inneren. Also mein inneres Kind gönnt sich Erholung und darum geht es. Ruhe und Entspannung finde ich, wenn der Druck weicht und ich losgelöst bin. Losgelöst zu lieben bedeutet, sich nicht zu sehr an bestimmte Gedanken zu klammern. Gedanken tauchen auf und so wie sie gekommen sind, verschwinden sie auch wieder. Ich wäge ab, welche Gedanken und welchen Gedanken ich nachhänge und frage mich stets, ob es nicht befreiender ist, störende Gedanken ziehen zu lassen. Ja, und genau das solltest du dich nicht nur fragen, sondern ich rate dir wirklich an, die Gedanken, die destruktiv sind, die dunkel sind, die dich traurig machen und dich runterziehen. Diese Gedanken, wirf sie raus aus deinem Inneren. Nimm in diesen Ruhephasen dein göttliches Sein wahr und sieh die Kraft, die in dir steckt, die Vitalität, die Lebenskraft und die Lebensbejahung und tausche diese negativen Gedanken aus durch das Gefühl und das daran Denken an die Liebe, an schöne Situationen, die in der Natur sind, die mir täglich entgegenkommen und die ich auch mit meinem Herzensmenschen erlebt habe und jetzt bald in Zukunft wieder erleben möchte. Also tausche Negatives auch in dir durch das Positive aus. Mein inneres Kind fordert meine Talente. Ja, ich bringe meine Eigenschaften und Talente jetzt zum Ausdruck. Meine Stärken und Qualitäten sind einzigartig und mit ihnen kann ich meine Ziele erreichen und mich auf das Ergebnis freuen. Ich erledige alles mit Genauigkeit und Freude. Mit Freude sehe ich anderen zu, wie auch sie ihr Bestes geben. Nur das Beste ist gut genug, weil das innere Kind weiß, das innere Kind weiß, dass das Beste gut genug ist. Und es bestärkt mich in meinem Tatendrang. Ja, das ist dein Tatendrang. Ich muss dir die Karte jetzt nochmal vor Augen halten. Das sind alle Stärken, deine Lebendigkeit, deine Lebenskraft in dir. Und das sollst du frei werden lassen, fließen lassen. Und mein inneres Kind verkörpert das Jetzt. Ich habe viel Zeit zur Verfügung und doch gibt es immer nur diesen einen Moment. Ich denke nicht an das Morgen und verliere mich nicht in fernen Erinnerungen. Ich lebe hier und jetzt. Wenn ich alles aus dem Moment herausschöpfe, erschaffe ich mir ein Leben in Leichtigkeit und Freude. Dunklen Momenten entgegne ich gelassen, weil ich weiß, dass sie nur vorübergehend sind. Aber manchmal muss ich auch ganz bewusst diese Gedanken beiseite schieben und ziehen lassen, so wie ich Wolken am Himmel auch nur beobachte und sie einfach weiterziehen lasse, ohne mich darin festzubeißen. So, Großvater, was mögen? Möchtest du noch sagen zu der Stärke und dem Selbstwert? Was ist dir heute noch wichtig auszusprechen?
Was sollte heute noch unbedingt hier gesagt werden, Großvater? Dankeschön. Ja, da kommt noch einiges zu dem Selbstwert. Es ist sehr, sehr wichtig, gerade jetzt im Augenblick, dass du den Wert deiner selbst und alle Werte, die in dir stecken, wahrnimmst, anerkennst und dafür auch kämpfst, für deine Werte die Verantwortung zu übernehmen. Und da kommt hier auch das Selbstverständnis. Wer soll mich verstehen, außer ich selber? Ich habe Nachsicht und Geduld mit mir und schenke mir selber Einfühlungsvermögen. Ich bin auf dem besten Wege zu begreifen. Frage dich, sehnst du dich nach Selbstbestätigung? Dann schenk du dir diese. Wie du das machen kannst, indem du dir bewusst machst, was du schon alles geleistet und gemeistert hast. Es ist ein Trugschluss, dass Selbstachtung von außen herrührt. Ja, die Selbstachtung hat das Herz, dein Herz niemals verlassen. Die Selbstachtung ist in dir. Ja, sich selbst zu achten für all das, was du auch schon geleistet hast und da auch stolz drauf zu sein. Dein Selbstwertgefühl könnte Schaden erleiden, wenn du dich selber ständig kritisierst. Sage lieber Ja zu dir. Erlaube dir, so zu sein, wie du bist. Wärst du anders, wärst du dann noch du selber? Es ist wichtig, ein unangefochtenes Ja zu sich selber stärkt und schenkt dir das fehlende Selbstvertrauen. Ja, also sage Ja zu dir selber. Du bist gut, wie du bist, egal was in der Vergangenheit war. Es ist alles richtig so und du bist jetzt genau an dem richtigen Punkt. Aber es ist auch ein wichtiger Punkt, weil hier auch eine große Lernaufgabe für dich aufgeschwungen ist. Sage Ja zu dir selber und sage Nein zu all dem, was dir nicht gut tut oder nicht mehr gut tut, und verabschiede dich davon. Schenke dir Lob. Schenke dir Anerkennung, feiere deine Erfolge, freue dich über deine guten Taten, Gedanken und Worte. Sei nett zu dir, nimm dich auch mal selber in den Arm und hab dich einfach selber lieb. Umarme dein inneres Kind, denn wenn du traurig bist, ist dein inneres Kind traurig. Und du bist ja verantwortlich für dein inneres Kind. Alles für dieses innere Kind zu tun, damit es ihm gut geht, damit es glücklich ist und damit es friedlich ist und auch in Zukunft sein kann. Ja, immer auch im Hinblick auf die Zukunft. Es heißt Selbstwertgefühl und nicht Fremdwertgefühl, oder? Willst du deinen Selbstwert weiterhin in die Hände anderer legen, dass andere dir sagen, ob du wertvoll bist oder nicht? Das ist nicht richtig, denn es ist wichtig, dass du ihn selber bestimmst und das weißt du auch. Du alleine kannst deinen Wert bestimmen. Erlaube nicht, dass sich von außen ein geringes Gefühl an Selbstachtung einschleicht. Sorge du selbst für einen starken und guten Selbstwert, einen gesunden Selbstwert. Es ist gesund und wichtig, genau dafür zu sorgen, denn wir brauchen unseren Selbstwert, weil
sich wichtig und wertvoll zu fühlen und sich wichtig zu nehmen, sich selber auch wichtig zu nehmen, das ist auch das, woraus wir unsere Kraft schöpfen. Die Talente, die Fähigkeiten, die Werte. Wir schöpfen unsere Kraft, das ist das Potenzial, was wir in die Hand nehmen, um dann Dinge auch in die Tat umzusetzen, um in die Energie und Handlungskraft zu kommen. Und das brauchen wir jeden Tag, für kleinere und für größere Dinge. Denn ein schwaches Selbstwertgefühl muss nicht sein. Du kannst es stärken. Erinnere dich an all das, was du kannst. An deine Stärken, Erfolge und Errungenschaften und bemerkenswerten Taten. Du bist wertvoll. Ja, das sagte ich gerade schon. Und beschließe hier und jetzt, ja, ich bin wertvoll. Und ich sage ja zu mir selbst. Denn ein anderer braucht das nicht zu tun. Ich nehme es dankbar an, wenn ein anderer mir sagt, wie wertvoll ich bin. Aber letztendlich weiß nur ich selber, was ich für Werte habe. Und die zu schätzen und zu anzuerkennen auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Großvater, zu der Beziehungsfähigkeit, was sollte da noch gesagt werden? Der eine oder andere braucht noch einen Rat, einen Hinweis in Bezug auf die Fähigkeit zu einer Beziehung oder eine Verbesserung der Beziehung. Ja, was sollte da noch kommen? Großvater, was ist hier noch wichtig? Dankeschön. Ja, da gibt es heute eine Botschaft. Oh ja, das hat etwas, ist nur eine Botschaft, aber die ist wichtig. Und die hat etwas mit der Kommunikation zu tun. Sprechzeiten und Austausch mit dir selber und im Äußeren sollten regelmäßig stattfinden. Was ich ausspreche, kann mir auch nicht mehr auf dem Herzen liegen. Und jetzt denke mal an das, was ich eben in Bezug auf deinen Herzensmenschen und das, was da noch an Aussprache für den einen oder anderen stattfinden sollte und muss. Denke einmal daran. Was ich ausspreche, kann mir auch nicht mehr auf dem Herzen liegen und mir das Herz schwer machen. Ich befreie mich davon. Wir sollten uns in regelmäßigen Abständen zu Sprechstunden, eben auch in Beziehungen, verabreden, an denen wir uns kleinere und größere Probleme von der Seele reden. So können Reibereien verhindert und Emotionsstaus umgangen werden. Ja, und die Baustelle stellt auch einen Emotionsstau dar. Ja, das spiegelt sich ja auf den Boden der Kelche. Du hast vielleicht verhindert, dass deine Gefühle richtig fließen können. Ja, dass dein Herz in den Flow kommt und das Wasser des Herzens sich auch seinen Weg sucht. Und dazu ist es notwendig, immer wieder sich selbst zu reinigen, das zu bereinigen und loszulassen, was wir gefühlsmäßig auch innerhalb von Beziehungen auf dem Herzen haben. Das immer wieder hochzubringen und auszusprechen. Und wenn da noch etwas Altes ist, von dem wir loslassen müssen, ja, ich hatte davon gesprochen, dann ist das jetzt sehr, sehr wichtig und wird dir unheimlich viel Kraft geben, diese Last, diesen Ballast, dir von der Seele zu reden. Großvater, was sollte hier noch von Licht und Liebe gesagt werden? Was ist noch wichtig? Ja, muss da noch etwas kommen? Ist da noch etwas wichtig?
Ja, der Humor. Ihr sollt den Humor nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wie viel Wahres ist in diesem Sprichwort enthalten? Humor macht locker. Das heißt, die Dinge nicht so ernst zu nehmen, sie mehr von der heiteren Seite zu betrachten. Durch Heiterkeit wird das Leben leichter. Lachen und Lebensfreude sind Qualitäten, die nicht nur deiner Seele, sondern auch deinem Körper gut tun. Wer öfter lacht, geht gesünder durchs Leben. Lachen befreit, regt an und stellt den Kontakt zwischen dir und anderen Menschen her. Wenn du anderen ein verständnisvolles Lächeln schenkst, wirst du mit Sicherheit mit einem Lächeln belohnt. Es ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen. Vielleicht gelingt es dir sogar, mal herzlich über dich selber zu lachen. Das befreit und lässt gleich Sympathien zwischen dir und anderen entstehen. Nichts bringt dir mehr Zinsen als Humor. Lächeln und Freundlichkeit, dabei sind die Investitionskosten ja so gering. Also versuche, vielleicht kannst du die Affirmation für dich nehmen. Ich lebe mehr und mehr die heitere Seite in meinem Leben. Lachen und Fröhlichkeit gehören von nun an zu meinem Alltag. Ich bin dankbar für meinen feinen Humor in vielen Lebenslagen. Und dann plane, handle und lebe erfolgreich. Du hast von Gott die schöpferische Kraft erhalten, für dein Leben selbst verantwortlich zu sein. Mit deinen Gedanken setzt du Ursachen für den Erfolg und kannst dadurch früher oder später erfolgreiche Ergebnisse in deinem Leben erzielen. Erfolg bedeutet auch, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Vor allem solltest du dein Ziel kennen, damit du nicht wie ein Schiff ohne Kurs durch die Meere schaukelst. Mit einer positiven Einstellung wirst du dein Lebensschiff durch alle Stürme in den sicheren Hafen steuern. Bringe durch deine guten Gedanken, durch Liebe, durch deine Stärke und Sicherheit, bringe diese in dein Leben. Die Fähigkeit zur Programmierung deines Unterbewusstseins kann von dir genauso erlernt werden wie das Bedienen eines Computers. Indem du erfolgreich planst und handelst, wird auch deine Persönlichkeit immer kraftvoller. Damit gibst du deinem Unterbewusstsein automatisch den Auftrag für ein erfolgreiches Leben. Und affirmiere: Ich setze meine Fähigkeiten zum Wohle aller ein und habe damit in allen Bereichen sehr großen Erfolg. Reichtum und Erfolg sind stets in meinem Leben gegenwärtig. So, was möchten euch noch für Botschaften kommen aus der Akasha-Chronik? Was sollte aus der Akasha-Chronik noch gesagt werden? Ja, danke schön. Ich habe hier, ja, ich nehme zuerst die kreative Kraft. Die Kreativität kommt hier wieder und macht auf sich aufmerksam. Es geht darum, verbinde dich mit deiner Seele durch schöpferische Tätigkeiten. Indem du Schöpferisches tust, ob in Kunst, in musikalischen Dingen, in deinen Anlagen und Fähigkeiten,
Ja, ich hatte schon öfter Singen und Malen angesprochen. Und deine Seele kann schwingen, wenn du in deinen kreativen, schöpferischen diese Anlagen zum Ausdruck bringst. So, ich möchte ganz kurz nochmal dazu etwas lesen. Deine kreative Kraft, nutze die. Ich lasse meine Kreativität frei fließen und verbinde mich damit mühelos mit meiner Seele. Denn es ist so, unsere Kreativität baut eine Brücke zwischen Kopf und Herz. Kreativität befreit die Seele von den Sorgen unseres Alltagslebens. Nutze deine Kreativität. Und dann kommen aus der Akasha-Chronik für dich hier auch die gesunden Grenzen. Ja, es ist immer wieder nötig, um Altes loszulassen, alte Situationen und auch Personen, die nicht mehr dienlich sind, indem wir uns Grenzen setzen. Gesunde Grenzen schützen dich, aber verschließe niemals dein Herz. Es fällt mir leicht, gesunde Grenzen zu setzen, die von jedem geachtet werden. Das ist eine Affirmation, die du dir immer sagen solltest, dass es dir leicht fällt, gesunde Grenzen zu setzen. Habe gesunde Grenzen, aber verschließe niemals dein Herz. Sage Ja zu dir selber und sage Nein zu dem, was dir nicht gut tut. Ich habe hier noch die Erzengel für dich. Großvater, was wollen die Erzengel dem Kollektiv heute sagen? Was ist noch ganz wichtig? Welche Botschaft sollte hier aus dem Universum noch kommen? Dankeschön. Ja, das spirituelle Verständnis. Ich glaube, das hatten wir sogar gestern in der Legung. Erzengel Raziel sagt hier: Ich bringe dir esoterische Informationen und Symbole und helfe dir, spirituelle Wahrheiten zu verstehen. Ja, da kommen ganz bestimmte geometrische Figuren, die du vielleicht schon mal irgendwie wann wo in deinem Leben gesehen hast. Und es geht auch um die Gottgeschenke. Erzengel Sandalfon sagt dir: Wir Engel bringen dir Geschenke deines Schöpfers. Öffne deine Arme, um sie zu empfangen. Ja, du hast gerade eine besonders hohe Intuition. Und die sollst du nutzen. Und deine Medialität und Spiritualität ist das allergrößte Gottgeschenk. Und auf diesem Wege wirst du all das bekommen, was für dich jetzt notwendig und erforderlich ist. Und du sollst auch immer wissen, dass auch Erzengel Michael dich beschützt. Denn er sagt dir: Ich beschütze dich vor niedrigen Energien und wache über dich und deine Lieben und ich wache auch über dein Heim. Ja, Erzengel Michael ist auf jeden Fall an deiner Seite. Großvater, welche Botschaften der Engel für jeden Tag wollen dem Kollektiv noch etwas mitgeben. Was sollte hier noch gesagt werden? Ja. Dankeschön. Ja, das Reinigen und Entgiften
scheint für den einen oder anderen wichtig zu sein. Und es geht hier natürlich um toxische Substanzen, aber es geht ganz besonders um das Reinigen dieser dunklen Anhaftung von natürlich alten Glaubenssätzen, Vorstellungen und Bewertungen, aber auch von Kummer und Sorgen und Zweifeln. Mit großer Liebe und Respekt bitten die Engel dich, deinen kostbaren und empfindsamen Körper zu entgiften. Auf deine Bitte hin werden wir dir sowohl helfen, lebenskraftfördernde Wege zu finden, mit Stress umzugehen, als auch jeglichen Kummer erleichtern, den du beim Ablegen deiner alten Gewohnheiten empfinden magst. Überlasse uns deine Sorgen, überlasse uns deine Ängste und Bedenken und habe im Gefühl der wunderbaren Anmut deines frisch gereinigten Körpers. So, und über das Aufbrechen und Gehen habe ich heute hier schon mehrfach gesprochen. Denn es ist Zeit zu gehen. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter. Und das Gleiche gilt für alle Zeiten in deinem Leben. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens und wisse, dass die Sonne auch morgen in voller Pracht erstrahlen wird. Beendigungen sind lediglich der Start für einen Neubeginn. Und wir begleiten dich unfehlbar durch alle Phasen und Zyklen deines Wesens, also der inneren Entwicklung, die gerade stattfindet, sowie auch die äußeren Phasen und Zyklen, die jetzt durchlaufen werden. Und frage dich, was du dir wünschst. Richte dich positiv aus. Du hast jetzt die Gelegenheit, das Drehbuch zu schreiben, entsprechend den wahren Wünschen deines Herzens. Sobald du dich klar für deine Herzenswünsche entscheidest, in dem Wissen, dass du ihre Erfüllung auch verdient hast und bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber wahr werden. Also, schreibe dir auf, notiere, manifestiere dir deine Herzenswünsche, ganz wichtig, damit sie in dein Leben kommen können. Und ich habe hier heute die Einhörner. Großvater, welche Botschaften wollen von den Einhörnern heute hier kommen und mitgegeben werden? Ja, Dank. Ich habe den kosmischen Regenbogen. Und du sollst den Topf mit dem Gold suchen und lass die Freude zu. Lass Freude in deinem Leben zu. Und suche den Topf mit dem Gold. Und die 15 ist auch die 6 und weist auch auf die Liebesbeziehung hin. Ja, die Liebesbeziehung ist ein Topf voller Gold. Und es kommt der rosig-goldene kosmische Teich. Du sollst in kosmischer Liebe baden. Nimm alle Weisheit, die sich dir jetzt hier zeigt, die zu dir kommt, in dich auf. Du bist gerade gesegnet mit großer Weisheit. Weisheit, die Summe aus deinen Erfahrungen und dem Wissen. Die Elben, Großvater, was wollen die Elben dem Kollektiv heute noch sagen oder mitgeben? Ja, hier ist eine wichtige Botschaft geflogen.
Ja, du bist aufgefordert, einen heiligen Ort für dich zu erschaffen. Ein heiliger Ort, an dem du dich zurückziehst, an dem du die Ruhe, den Frieden und die Harmonie in dir selber verspürst, an dem du frei bist von allem Äußeren, von allem, was dich auch bedrängt, indem du dich frei machst an diesem Ort, dich frei machen von allem Dunklen und Negativen, an einem ganz besonderen Ort. So, und dann habe ich hier noch das Engeltier. Was wollen die Engel über die Engeltiere hier noch sagen? Dann noch eine Botschaft. Ja, gut, danke schön. Zuerst ist hier die Wasserschildkröte gefallen. Und ich mache es immer so, dass ich bei diesem Engeltier-Orakel auf jeden Fall auch in den Text gehe. Und da sind immer sehr wichtige Botschaften. Die Wasserschildkröte, die dir sagen möchte, sei fröhlich und vertrauensvoll. Diese Karte, die weist darauf hin, dass du dich manchmal mit einem Panzer umgibst, um deine empfindlichen Gefühle zu schützen. Dies verhindert aber auch, dass das Gute an dich herankommt. Ja, dies verhindert, dass das Gute an dich herankommt. Der Rat an dich lautet: Reiße die Mauer um dich herum ein und umgib dich stattdessen mit Licht. Imaginiere, wie du diese Mauer einreißt und dann umgib dich mit Licht. Du bist medial, du kannst das. Stimme dich mit Hilfe der Wasserschildkröten auf Jumbai ein und konzentriere dich auf das Bewusstsein der Fülle. Du kannst Liebe, Wohlstand, Glück und Freude und alle möglichen guten Dinge herbeirufen. Doch stell dir dabei vor, wie dieser Strom der Fülle auch andere Menschen und den ganzen Planeten erreicht. Vertraue darauf, dass das Universum dich liebt und sich alles zum Wohle aller einspielen wird. Das reiche und großzügige Universum ist bereit, dir viel zu geben. Schätze also, wer du wirklich bist. Und wenn du dich für die Mehrheit aufopfern willst, dann tu dies bewusst. Ja. Für die Mehrheit. Ein Opfer bringen. Zum Wohle aller. Ich habe hier die Ziege. Handle aus deiner angeborenen Weisheit heraus. Ja. Drehe einmal die Karte um. Diese Botschaft sagt dir, dass du in der Obhut einer liebevollen, fürsorglichen Familie oder Gemeinschaft frei und unabhängig sein sollst. Wenn du dich missverstanden fühlst, denke daran, dass du in deiner Aura Licht und Weisheit trägst, die nicht immer erkannt werden.
Verrichte alle niederen Arbeiten, die sich irgendwie ergeben, denn sie sind ein Teil des Lebens auf der Erde. Du bist eingeladen, deine Lebensumstände und schwierige Situationen von einer höheren Warte aus zu betrachten. Dies wird dir viel Frieden bescheren und deine angeborenen Eigenschaften, Liebenswürdigkeit, Loyalität und Fürsorge zur Entfaltung bringen. Wenn du dazu in der Lage bist, wird deine wesenhafte Weisheit zum Vorschein kommen. Dann bekommst du Anerkennung von deinen Mitmenschen. Erkenne, wer du bist, und viele werden sich zu deiner Energie hingezogen fühlen. Und dann habe ich hier noch die Schlange. Und bei der Schlange geht es darum, dass du deinem göttlichen Wesen entsprechend leben sollst. Die Schlange hat auch was mit Häutung zu tun. Die alte Haut abzustreifen, damit die Wahrheit gesehen und ans Licht kommen kann. Heute wirst du gebeten, sehr aufmerksam zu sein, weil die Schlangenkarte dir mitteilt, dass etwas passieren wird. Bist du bereit, deine alte Haut abzustreifen und dein Leben zu erweitern? Ist es an der Zeit, auch mal einen Urlaub zu planen oder umzuziehen? Bietet sich dir eine Gelegenheit dazu? Andererseits kann diese Karte eine Warnung enthalten. Kannst du den Menschen in deinem Umfeld vertrauen? Schau über die Oberfläche hinaus und achte auf dein Bauchgefühl. Denke daran, Schlangenmagie heranzuziehen, wenn du das Gefühl hast, Schutz zu brauchen. Und sei gewiss, dass du dadurch in Sicherheit bist. Dir wird geraten, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Stell dich auf die Weisheit des Universums ein, die dir jetzt zur Verfügung steht. So, ganz zum Schluss abschließend möchte ich euch noch eine Karte und Botschaft von Kyle Gray aus den Energieportale-Karten mitgeben. So, da habe ich für dich die Seelensternaktivierung. Und es geht darum, dass sich Seelenverträge erfüllen und du sollst dich daran erinnern, wer du bist. Seelenverträge werden sich erfüllen, so wie alte abgeschlossen werden, werden sich auch die neuen Verträge öffnen und lebbar machen. Durch deine früheren Inkarnationen hast du viel über das Innenleben deiner Seele und die Zyklen des Karmas gelernt. Vor dieser jetzigen Inkarnation hast du die große Absicht gefasst, dich deiner göttlichen Herkunft zu erinnern. Jetzt befindest du dich in einer starken Position, denn du erinnerst dich daran, wer du wirklich bist. Und du weißt, dass du viel in deinem Leben, dem Leben der Menschen, die du liebst und natürlich in der Welt bewegen kannst. Dieses Erinnern
geschieht in Übereinstimmung mit den Seelenverträgen, denen du vor deinem Eintritt in die physische Welt zugestimmt hast. Falls du dir Sorgen machst, ob du die richtigen Entscheidungen triffst, wisse, dass alles, was du bisher gewählt hast, mit dem evolutionären Plan deiner Seele übereinstimmt. Wenn du dieses Portal siehst, wenn dieses hier und jetzt auf dich zukommt, öffnest du dich auf einer höheren Ebene. Hiermit gelangst du auf eine höhere Ebene. Und dann haben wir noch ganz abschließend die göttliche Matrix. Und da gehe ich auch noch mal einmal in diese wertvolle Botschaft. Ja. So. Es geht um die Vernetzung, um die Synchronizität und es geht um göttliche Einfälle. Du bist im Einklang mit der Einheit des Lebens und den inneren Funktionen des Universums. Du bist Teil von etwas Wunderbarem, was bedeutet, dass du das Wunderbare selbst bist, das sich selbst durch dich ausdrückt. Nichts in deinem Leben ist zufällig passiert. Selbst wenn du das Gefühl hattest, alles habe sich gegen dich gewandt, war dies ein Teil eines Prozesses, der dir geholfen hat, deine Verbundenheit mit allem und jedem zu verstehen. Es gibt also keinen Grund, dich unbedeutend oder einsam zu fühlen. Darüber hinaus ist es wichtig, dich daran zu erinnern, dass das Universum immer zu deinen Gunsten und für dein höchstes Wohl arbeitet. Vielleicht hast du Verluste erlebt, doch wisse, dass nichts jemals verloren gehen kann, da wir alle im Herzen der Quelle geborgen sind und die Liebe uns mit allem verbindet, mit allen und allem verbindet. Und in dieser Hinsicht, ihr Lieben, fühle ich mich auch mit euch verbunden von Herz zu Herz und sage bis zum nächsten Mal. Euer Engel Christiane.